ja so, wenn man über so eine Gala nachdenkt, nachts, wenn man wach liegt, dann denkt man immer, hoffentlich kommt da auch eine Lesbe und liest eine Kurzgeschichte. Und hoffentlich ist da auch noch eine und die hat eine Akustikgitarre dabei. Meistens wird das nicht erfüllt, dieser Wunsch. Heute ist das anders. Ich sehe jetzt gerade vor mir, wie bei Twitter diese Nachrichten explodieren. Bin noch 2 Kurzgeschichten und 1 Lied von der Pause entfernt. Hashtag SOS, Hashtag CSD. Kleiner Text zum Thema Ich in einem Club. Man stelle sich das vor, ich tanze, es ist 2 Uhr morgens, ich fühle mich jung, ich fühle mich frei. Eine junge Frau tanzt auf mich zu, wir tanzen uns an und sie sagt dann irgendwann, boah, klasse, eine Ältere. Darüber habe ich einen Text geschrieben. Ich bin da heute noch nicht drüber weg. Ja, der Text heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Das war ja eine unglaublich geniale Idee, einfach alleine in diesen angesagten Club zu gehen, um eine Frau kennenzulernen. Hier habe ich in etwa so gute Chancen wie einen Pinguin beim Stabhochsprung. Ich vermute, dass es hier zwar schon viele letzte Worte gegeben hat, aber erste Worte wohl eher nicht. Wie denn auch bei der Lautstärke? Da kann man ja nur schreien. Und die Musik ist dazu noch eine seltsame Mischung aus Kirmes-Techno und einer alternativeren Alternative zu Alternative. Und alle hier außer mir müssen am Montag wahrscheinlich eine Klausur schreiben. Mit etwas Glück in der Uni, aber wahrscheinlich in der Schule. Ist das heute ein Themenabend? Extremely young and very restless, 18 and under. Bin ich in diesem Raum die Einzige, die den Fall der Berliner Mauer nicht ständig mit dem Fall von Troja verwechselt, weil sie beide Ereignisse nur aus dem Geschichtsbuch kennt? Seit die Barfrau mir aufmunternd zugelächelt und gesagt hat, echt cool, dass du in deinem Alter noch rausgehst, will ich hier niemanden mehr kennenlernen. Und ich will auch keine Getränke auf Red Bull-Basis mehr. Ich will wieder nach Hause und ich will Menschen, die live erlebt haben, wie ABBA 1974 den Grand Prix gewonnen haben. Apropos Waterloo, ich gehe jetzt meine Jacke holen. Obwohl die Frau da mit dem Zopf, der sich so wild aus dem bunten Band stiehlt und die alleine an der Wand lehnt, wirklich nett aussieht. Schade, dass sie immer in die andere Richtung schaut. Ah, jetzt guckt sie. Wenigstens halbwegs. Süßes Profil. Hat sicher auch noch nicht selber in der Zeitung lesen können, dass John Lennon erschossen wurde, aber könnte schon getrauert haben, als Elton John Goodbye England's Rose gesungen hat. Wenn ich daran denke, kommen mir direkt wieder die Tränen. Vielleicht liegt das aber auch am Rauch des beeindruckend großen Joints, der regelmäßig wie ein brennender Zeppelin an mir vorbeizieht. Kein Wunder, dass die Mädels neben mir so kichern. Der Anblick öffentlich konsumierter illegaler Drogen beruhigt mich. Da fühle ich mich wieder wie in den 70ern. Jetzt guckt sie. Aber leider nicht zu mir, sondern auf einen Punkt rechts über meinem Ohr, den ich nicht sehen kann, ohne mich umzudrehen. Schöne Augen hat sie, vermute ich. Ist sehr neblig hier. Ob ich versuchen sollte, ihren Blick aufzufangen? Jetzt guckt sie wieder weg. Wenn ich drüben an der Bar stehen würde, dann könnte ich sie etwas besser sehen und sie mich auch. Ist eigentlich noch ziemlich früh, um nach Hause zu gehen und der ganze Qualm hier macht extrem durstig. Ich hole mir einfach noch ein Getränk. Na toll, da gefällt mir eine einzige Frau in diesem Laden und ich schaue einmal in eine andere Richtung und schon ist sie wieder verschwunden. Ansonsten gefällt mir heute Abend nichts. Nicht mal die Beleuchtung. Und mir ist langweilig. Da hätte ich direkt zu Hause bleiben können, da war es auch langweilig. Und selbst meine kaputten Lampen im Schlafzimmer, die flackern nicht so krank wie diese bescheuerten Stroboskoplampen hier. Sie stand doch die ganze Zeit an der Säule da drüben. Jetzt steht da niemand mehr. Mist. Ich hätte direkt zu ihr rübergehen sollen. Und was tun? Sie ansprechen? Ich habe noch nie eine Frau angesprochen. Doch einmal. Aber da war ich so betrunken, dass die Frau damals kein Wort verstanden hat und vermuten musste, ich wäre ein finnisches Au-pair-Mädchen. Solche Erinnerungen erklären, warum ich allein hier stehe. Ja.
Deshalb und weil mich Frauen wie Sie nie ansprechen. Ich scheine wie ein defekter Magnet immer die falschen Damen in meine Nähe zu ziehen. Ha, und wie aufs Stichwort kommt auch schon die nächste Kandidatin aus dem Stroboskopnebel gewankt. Natürlich sieht sie aus, als wäre sie Teil einer lesbischen Boyband und ich glaube, sie möchte mir ihre Muskeln mal aus der Nähe zeigen. Ich gucke jetzt einfach sehr arrogant. Und wenn es hart auf hart kommt, spreche ich wieder Finnisch. So ein Hugo schmeckt eigentlich doch ganz lecker und von hier aus sieht sie noch besser aus. Allerdings gerade auch ein bisschen arrogant. Wenn das schlaksige Kind mit der dicken grauen Wollmütze mal beim Schlendern einen Hitzschlag erleiden könnte, dann wäre die Sicht wieder besser. Bleibt die jetzt etwa bei ihr stehen? Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Ach, gut. Wunderbar. Auch diese zu tief sitzende Jeans ist an mir vorbeigegangen. Wo kann sie denn nur hin verschwunden sein, die Frau in der Säule? So groß ist der Laden nun auch wieder nicht. Vielleicht ist sie schon nach Hause? Oder hat jemand kennengelernt und sich mit ihr auf die Terrasse zurückgezogen? Das wird diesen Tag abrunden. Und diesen Monat. Okay, es würde zum ganzen Jahr passen. Im lesbischen Horoskop ist mein Sternzeichen wohl Panda oder Koala. Die sind auch so kompliziert, wenn es um die Paarung geht. Aber possierliches Beutelt ihr hin, tapsiger Bär her. Wenn sie zur Tür gegangen wäre, dann hätte ich das doch sehen müssen. Jetzt guckt sie wieder. Aber zur Tür und zur Terrasse. Sie ist bestimmt verabredet. Wusste ich doch. Frauen wie sie sind immer verabredet. Was rede ich mir denn ein, dass ich es schaffen kann, in einem Raum den Überblick zu behalten? Ich habe doch auch vor 2 Monaten nicht bemerkt, dass meine letzte Eroberung nach unserem tragischen One-Night-Stand mit dem Toaster verschwunden ist. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum sie ausgerechnet den mitgenommen hat. Der war seit mindestens einem Jahr defekt. Gut, das konnte sie nicht wissen, denn bis zum gemeinsamen Toasten sind wir nicht gekommen. Nicht mal bis zum Kaffee. Vielleicht steht sie auf der anderen Seite der Säule. Sehen kann ich sie in jedem Fall nicht mehr. Hat sie jetzt suchend geguckt? In die Richtung, in der ich vorher gestanden habe? Jetzt guckt sie auf jeden Fall wieder in die andere. Wieso sollte sie auch nach mir gucken? Wenn ich es bis in ihr Blickfeld schaffen könnte, dann könnte ich sehen, ob sie wieder nach mir gucken würde, wenn wir uns einmal angeguckt hätten. Ich klinge wie eine Lektion in deutscher Grammatik. Übung 22, der Konjunktiv. Egal, ich gehe jetzt trotzdem wieder zurück zu der Säule. Da ist sie ja wieder. Hat sich wohl noch ein Getränk geholt und sieht mit dem Getränk immer noch interessant aus. Und alt genug, um einen eigenen Toaster zu haben. Wahrscheinlich hat sie sogar eine eigene Einbauküche. Sie scheint auch allein hier zu sein. Aber sie guckt nicht in meine Richtung. Natürlich nicht. Frauen mit eigener Einbauküche interessieren sich einfach nicht für mich. Frauen mit Schlafsack, Frauen ohne Toaster, klar. Aber mit Küche? Niemals. Jetzt bloß nicht auffällig in ihre Richtung starren. Eher geschickt genau dann gucken, wenn sie nicht guckt. Was nicht schwer ist, denn sie guckt ja überhaupt nicht in meine Richtung. Sie sieht sehr sympathisch aus, soweit ich das aus den Augenwinkeln beurteilen kann. So als ob sie ganz entspannt der Musik lauscht. Jetzt schließt sie ihre Augen. Das ist wahrscheinlich ihr Song. Den gleichen Musikgeschmack haben wir aber nicht. Warum guckt sie bloß nie in meine Richtung? Nicht ein einziges Mal. Nicht mal zufällig. Und jetzt dieser Song. Der Sänger klingt, als würde ihm jemand ohne Betäubung die Mandeln entfernen. Ich hasse dieses Lied. Ich hasse es leise und so laut hasse ich es 10 Dezibel mehr. Und mir schmerzen die Augen vom Rauch der glühenden Hindenburg, die neben ihrem sicheren Ende entgegenkreist. Wenn ich könnte, würde ich die Ohren und die Nase schließen und nicht die Augen. Wieso kann man eigentlich die Ohren und die Nase nicht schließen? Flusspferde können ihre Ohren und ihre Nase schließen. Warum fällt mir so etwas jetzt ein? Wenn sie das nächste Mal in meine Richtung schaut, dann lächel ich ihr einfach zu. So wie sich Frauen anlächeln, die Toaster haben und Einbauküchen mit Kochinseln und jede Menge Teller und Tassen, die zueinander passen.
Und dann lächelt sie vielleicht zurück und wir lächeln wie Frauen, die sich irgendwann gemeinsam ein vielteiliges Kaffeeservice aussuchen werden. Ich habe mir noch kein einziges Küchengerät gemeinsam mit einer Frau ausgesucht. Ich hatte noch nicht mal meine Beziehung, die die Mindesthaltbarkeit einer Dosensuppe überdauert hätte. Ich habe aber auch gar keine Dosensuppe im Haus, nie gehabt. Nur eine mit Pfirsichen und eine mit Mischpilzen, die auf dem Dosenumschlag blass und unappetitlich aussehen. Ich mag überhaupt gar keine Pilze. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Dose in meinen Kühlschrank gekommen ist. Warum fällt mir das jetzt alles ein? Sie macht die Augen wieder auf. Jetzt lächel ich sie an. Achtung, fertig. Hat sie mich jetzt direkt angesehen und angelächelt? Ich gucke jetzt einfach nochmal im Raum umher und dann wieder in ihre Richtung. Ich gucke jetzt einfach nochmal auf den Boden und dann wieder in ihre Richtung. Warum guckt sie denn jetzt wieder auf den Boden? Dann gucke ich auch wieder weg. Warum guckt sie denn jetzt wieder weg? Mein Gott, wie mein Herz schlägt. War das jetzt ein Augenkontakt oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich trinke jetzt einen Schluck und dann schaue ich zu ihr hin. Und wenn sie dann auch guckt, dann... Ja, was dann? Keine Ahnung, was dann? Sie guckt mich an. Oder steht da noch jemand hinter mir? Das wäre jetzt peinlich. Ich muss demonstrativer gucken. Wie guckt man demonstrativ? Boah, wahrscheinlich sehe ich so aus, als ob ich gleich einen Schlaganfall erleide. Sie sieht mich wirklich an. Mich? Wahnsinn. Und jetzt? Gehe ich zu ihr rüber? Warte ich, ob sie rüberkommt? Lieber nochmal gucken. Wow, mit ganz großem W. Noch so ein Augenkontakt und mein optischer Schlaganfall wird ein Herzinfarkt. Sie sieht so süß aus. Von mir aus kann sie morgen früh meinen neuen Toaster mitnehmen und in ihre Einbauküche stellen. Ich werde jetzt zuzwinkern, obwohl das bei mir immer so aussieht, als ob ich was im Auge habe. Hat sie jetzt gezwinkert oder hat sie was im Auge? Ich könnte sie ja fragen, ob sie tanzen will, aber ich will gar nicht tanzen. Ich würde gerne mit ihr reden, aber dazu ist es viel zu laut. Ich kann doch nicht sagen, kommst du mit nach draußen? Ich schlendere jetzt einfach an ihr vorbei und sage etwas Lustiges, etwas Ungewöhnliches. Warum kommt sie denn nicht endlich rüber? Was soll ich denn noch an Gesichtsgymnastik versuchen? Wenn sie zu mir käme, dann würde ich vielleicht was sagen. Was Lustiges. Es war nochmal lustig. Ich gehe jetzt rüber und dann sage ich, sie kommt auf mich zu. Ich muss etwas sagen. Etwas Witziges, nichts Doofes, nichts Finnisches. Noch 5 Schritte, 6, wenn ich kleine Schritte mache. Ich sage einfach, Entschuldigung, weißt du, wie spät es ist? Von dir hatte mich untergestellt, war nass bis auf die Haut, es wurde grad wieder hell. Du hast mir damals schon von deinen Träumen erzählt, von deinem Plan wegzugehen ans andere Ende der Welt. Du warst so anders als ich, es hat mich interessiert, hast mich mit deinem Humor von meinem Heimweg kuriert. Du hast so viel gefragt, hattest so viele Ideen, ich konnte damals deine Flügel schon sehen. Regentropfen tragen dich zu mir. Regentropfen tragen dich zu mir. Bei unserem ersten Date, da gab es Wodka und Lachs. Beim ersten Blitz haben wir uns auf den Heimweg gemacht. Du hast uns mit deiner Jacke vor dem Regen geschützt. Und als der Donner dann kam, da haben wir uns geküsst. 2 Wochen lang waren wir 2 unendlich verliebt. Haben niemandem erzählt, dass es den anderen gibt. Dazu war keine Zeit, du warst ja immer bei mir. Was ich von dieser Stadt weiß, weiß ich von dir. Regentropfen tragen dich zu mir. Regentropfen tragen dich zu mir. Es war der heißeste Sommer mit der heißesten Nacht seit über 100 Jahren. Ich hab ihn mit dir verbracht und die Luft.
denk ich, du kommst zurück und schickst den Regen voran. Regentropfen tragen dich zu mir. Regentropfen tragen dich zu mir. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen besser, ich meine ihr und wir, und deshalb können wir jetzt direkt zu hartem Sex übergehen. Das ist unsere lesbische Space Opera zum Mitsingen. Ihr werdet gefragt da sein, am Ende werden wir alle in frenetischen Gesang ausbrechen. Wehe nicht. Der Text handelt vom Kochen. Das ist richtig streng heute. Ja, ich bin streng heute. Das gefällt mir. Ja. Hey. Der Text heißt, warum man Spaghetti einfach mögen muss. Man erwacht aus einem grauen Nichts, das irgendwo zwischen Vollnarkose und Wachkoma liegt. Man weiß nicht genau, wer man ist und was einen ins Leben zurückgerufen hat. Irgendwie schiebt man unter beträchtlichen Mühen ein Augenlid auf eine brauchbare Höhe. Dort rastet man es schmerzvoll ein und blickt der Sonne, die hinter einem schlecht zugezogenen Vorhang auf diesen Moment gewartet hat, ins Gesicht. Das helle Licht der Sonne wirkt nur so lange freundlich, bis man es wagt, auch die andere Pupille freizulegen. Dann verwandelt es sich blitzschnell in ein hämisches Grinsen, aus dem zwei gleißende Stahlschwerter sich durch die Augen mitten ins Gehirn bohren. Man stößt, ohne es zu wollen, einen Tierlaut aus und sackt zusammen. Es ist schon lange nicht mehr Morgen, hat man jetzt begriffen. Dann liegt man wieder mit tränenden Augen still. Was war nur passiert? First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you got me wrong. And I grew strong, and I learned how to carry on. Die Zunge tastet vorsichtig im eigenen Mund herum, der sich anfühlt, als wäre er mit frischem Hamsterfell ausgekleidet. Das ist nicht gut. Man überlegt unglücklich, warum die Sonne so gemein sein muss, fragt sich, ob der Hamster ohne Fell jetzt friert, und wie man verdammt nochmal in diese Situation gekommen war. Mittlerweile haben sich einzelne Gehirnzellen aus der mächtigen Cocktailwelle, die mit lautem Brüllen durchs Gehirn schwappt, gerettet. Und Teile der eigenen Biografie kehren reumütig in der Reihenfolge Mensch, Frau, Lesbe, Single ins Bewusstsein zurück. Das ist interessant. Nur die Erinnerung an den gestrigen Abend bleibt am Grunde eines trüben Tümpels im Frontallappen liegen. Man sinkt kurzwillig zurück in einen Dämmerzustand und dreht sich am Rande leichter Übelkeit zusammen mit der Erde um die grelle, böse Sonne. Und dann bewegt sich plötzlich der unförmige Hügel auf der anderen Bettseite, den man bis jetzt für die Bügelwäsche gehalten hatte, und seufzt. Da man sich mittlerweile wieder einigermaßen sicher ist, dass Bügelwäsche nicht seufzen kann und der Hügel für einen gehäuteten Hamster zu groß ist, wird einem schlagartig bewusst, dass man nicht alleine ist. So you're back from out of space. You just jumped in to find me here without that. Look upon your face. I should have changed that stupid look. I should have made you leave your key.
But I know for just one second you'd be back to bother me. In einer möglichst natürlichen Schlafbewegung ertastet man den eigenen Bekleidungszustand und die klebrige Nacktheit lässt nur zwei Schlüsse zu. Entweder, was unwahrscheinlich ist, ist man frisch einem riesigen Ei entschlüpft. Oder, was wesentlich wahrscheinlicher ist, man wurde frisch gevögelt. Der Deckenhügel streckt sich und lässt ein nacktes Bein sehen, das einem nicht bekannt vorkommt. Das eigene Gehirn schiebt verzweifelt Erinnerungsbruchstücke wie Mosaiksteine hin und her, um ein klares Bild zu erhalten. Kneipe, Cocktails, 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 Wodka, Caipirinha, Karaoke. Oh mein Gott. Hatte man wirklich alle Strophen von My Heart Will Go On mit einer der Teilnehmerinnen eines Junggesellinnenabschieds in ein Mikrofon gebrüllt und das ganze Lied später noch einmal mit der zukünftigen Braut? Was man auch versucht, es lässt sich kein Puzzleteilchen finden, das sicher zeigt, welche der beiden gesanglich eher unterbegabten Heterofrauen einem beim Abschied gezeigt hatte, dass sie ihre Zunge ansonsten erstaunlich zielgerichtet bewegen konnte. Und ihre Hände und ihre Hüften. Man fühlt ergeben den Schmerz einiger leichter blauer Flecken am Hintern. Das Gedächtnis lässt sich davon angeregt, netterweise zu einer leicht pornografischen Diashow hinreißen, und man sieht die unwillkürlich stoßenden Hüftbewegungen der unbekannten Fremden, die einen immer wieder gegen den Heizkörper gedrängt hatte. Und dann Diashow. Klick, schneller Orgasmus, Klick, Taxi, Klick, heimlicher Orgasmus, Klick, Küche, Klick, mühsamer Orgasmus, Klick, Bett, Klick, gemeinsamer Orgasmus, Klick, 69, Klick, multiple Orgasmus, Klick, nichts. And now you go, walk out the door, just turn around now, you're Deckenhügel kriecht ein Nest zerwühlter blonder Strähnen hervor und stöhnt. Man schaut in ein fremdes Auge, hinter dem ein fremdes Gehirn den gleichen Auferstehungsprozess durchlebt. Strecken, stöhnen, tasten. Und dann fallen auch auf der anderen Seite die Mosaiksteinchen an den richtigen Platz und die zukünftige Braut, denn natürlich ist sie es, schießt wie eine menschliche Flipperkugel aus dem Bett und irrt eine Weile in der fremden Wohnung herum, bevor sie das Bad findet. Dann kehrt die nackte Fremde irgendwann zurück, rafft ihre Kleidung mit eisigem Schweigen zusammen und man nimmt sich still ein paar Dinge vor, die man in Zukunft anders machen will. Ich bin nicht so, sind ihre Abschiedsworte. Und man kann jetzt sicher sein, dass die gestrige Einladung zur Hochzeit ihre Gültigkeit verloren hat. Ohne ihr zu widersprechen, schläft man ein und isst am Abend eine große Portion Spaghetti, weil man bei denen vor dem Kochen auch überhaupt nicht sehen kann, wie willig sie sich um die Gabel wickeln, wenn sie erst einmal richtig nass sind. La la la.
Danke. Das war Spaß beiseite. Vielen Dank, Stuttgart. Wow. Spaß beiseite.